weil sie möglicherweise selbst nicht in Freibäder geht? Erstens das. Nun zu den Regionalnachrichten. Wie aus einer Pressemitteilung der Grünen hervorgeht, haben Annalena Baerbock und Ricarda Lang noch Anfang dieser Woche das Berliner Kolumbusbad besucht. Sie konnten ihren Badevergnügen nachgehen, ohne von irgendeinem Migranten belästigt zu werden. Anmerkung der Redaktion, in beiden Fällen nicht verwunderlich. Wie die Grünen mitteilen, sind die öffentlich aufgebauschten Meldungen über angebliche Ausschreitungen und Belästigungen durch afrikanisch- und arabischstämmige Migranten und Männer völlig haltlos. Diese Männer wollen wie alle anderen auch lediglich ein bisschen Spaß haben. Im Übrigen sind sie nach Deutschland gekommen, um sich mit ihren Erfahrungen, Erwartungen und Wünschen in die Gesellschaft einzubringen.